Wir testen heute das kälteste Hotel der Welt, und zwar das originale Eishotel hier in Schweden. Ob es sich lohnt, sich einer Nacht dieser Extremkälte auszusetzen und wie viel das Ganze kostet, erfahrt ihr in diesem Video. Und bevor wir hier reingehen, habe ich gerade entdeckt, dass hier einfach eine Eisslide ist. Ey, dann kommt mir das Eis. Wenn schon, denn schon, würde ich sagen, oder? 3, 2, 1 und go! So, Anna ist nämlich auch mit am Start. Die beiden werden mit mir zusammen im Eishotel übernachten. So, und jetzt geht's rein. Seid ihr aufgeregt? Ja, komplett. Jetzt geht's durch diese sagenhafte Tür. Alter Falter. Schaut euch das mal an hier. Boah, das ist so beeindruckend. Schaut euch das mal an hier. Richtig fettes Eis. Ich glaube sogar hier diese Lichtkrone ist einfach komplett aus Eis. Diese Balken sieht irgendwie nicht so gewollt aus, aber vielleicht ist es ja auch gewollt. Wie crazy, das ist doch einfach wie im Wunderland. For real, Leute, ich dachte gerade, es wären wirklich Luftballons, die hier sind, aber das ist hier einfach auch alles aus Eis. Junge, was ist hier los? Sogar hier drin. Ich weiß nicht, ob es schon die Kirche ist, aber ich habe im Internet gesehen, dass es hier so eine Kirche gibt, wo man tatsächlich heiraten kann. Ich würde sagen, wir checken jetzt mal ein paar Zimmer aus. Die 201. Gehen wir mal rein. Yo. Boah. No way. Wie geil sieht das denn hier aus? Junge, Junge, Junge. Und hier schläft man. Also, das ist doch echt unglaublich. Schaut mal an. Wow, wirklich wow. Und das war gerade mal, glaube ich, so ein Economy-Zimmer. Economy-Zimmer. Ich kann euch mal sagen, also ungefähr diese Kategorie-Zimmer zwischen 400 und 500. Eher so um die 500 Euro. 500 Euro pro Nacht. Ist ein Erlebnis, keine Frage. Aber das ist definitiv ein Preis, den zahlt man in einem 5-Sterne-Hotel. Und das ist jetzt hier ein Zimmer, wo man absolut drin friert, es super kalt ist, aber trotzdem eine geile Experience. Das darf man nicht vergessen. Ich denke, diese Feuerlöscher, die braucht man hier bestimmt, oder? Jetzt gehen wir mal die Stufe höher und da wird es dann auch schon ein bisschen teurer. Ich habe so das Licht an und... What? Hier gibt es einen Lichtschalter? Yo! Ja gut, okay, muss auch irgendwie schlafen. Oh mein goodness! Alter, what? Diese Räume sind bei so ungefähr 1000 Euro pro Nacht. Aber es sind immer noch nicht diese Räume, die wir diese Nacht haben werden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer das die Nacht ist. Wir checken jetzt mal die Hotel-Lobby aus, beziehungsweise die Rezeption, die Bar und so weiter. Und dann gehen wir später in unser Zimmer. Das wird auf jeden Fall nochmal eine Überraschung für euch und für uns auch. Oh oh, oh wow. Eieiei. Okay, ich glaube, wir sind bei der Bar angekommen. Das ist insane, Leute. Das ist insane. Hier ist so ein Karussell. Die beiden haben sich hier schon direkt einen Drink geholt. Ja, ja. Alles hier sogar, glaube ich, auch komplett aus Eis. Ich habe jetzt etwas, was Lilanes bekommen. Jetzt trinken wir das Ganze mal und probieren mal, wie das schmeckt. Wow, cool. My goodness. Krass. Okay, Leute, ich glaube, ich habe den Gang gefunden, wo unser Zimmer sein wird. Wir wollten für das Video ein cooles Zimmer haben, deswegen haben wir hier das teuerste Zimmer gebucht. Warte mal. Lol, hier ist einfach ein Kino. Was? Jetzt kommen wir nämlich zu den absoluten Art-Suiten. Bevor ich euch jetzt hier jeden Raum einzeln zeige und sage, oh mein Gott, wie crazy sieht es hier aus, weil es ist einfach mindblowing, zeige ich euch jetzt mal kurz einen Zusammenschnitt von allen Räumen, bis auf unseren. Der bleibt noch geheim. Hier ist einfach eine Sauna. Wow, Leute, diese Liebe fürs Detail, ne? Unglaublich. Hier überall so, 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 so schön. Hier oben einfach mega, mega schön. Super krass detailliert. So eine Frau, wirklich sehr, sehr kunstmäßig. Boah, das ist so, man fühlt sich wie, als wäre ich ein Hobbit oder in irgendeinem Fantasiefilm. Das ist so schön. Wie detailliert möchte man sein in dieses Hotel? Ja. Oh mein Gott. Gott, wie geil ist das denn? Hier mit dem Geißbock. Ja, noch so ein Wasserfall. Kalt ist hier, Jonas, von 1 bis 10? 9. Wirklich, 9. Jetzt so kalt? Ja, mir ist echt kalt. Wenn wir hier schlafen, später brauche ich auf jeden Fall eine neue Jacke. Lost and Found, die muss ich jetzt nochmal zeigen. Ich glaube, die wird gerade nochmal ein bisschen spooky. Was soll das denn sein? Leute, es ist sehr spooky hier. Oh mein Gott, schaut euch mal diese Lautsprecher an. Das sind die Lautsprecher da vorne. Also wenn man eine Vorliebe für was sehr Mystisches hat, dann ist das auf jeden Fall das perfekte Zimmer, aber... Ich glaube, für mich wäre das ehrlich gesagt nichts. Und ich weiß immer noch nicht, was das da sein soll. Und was dieser Button hier bedeuten soll. Sollen wir diesen Button mal drücken? Fuck, Leute, ich weiß nicht, ob ich diesen Button drücken darf. Ob wir dann hier eine Zerstörung irgendwie in Kraft setzen würden. Okay. Was passiert jetzt? Es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn es vibriert, ne? Ja, voll. Okay, und jetzt bekommen wir unsere Schlafsäcke. So in there you have everything. So you have a shower. Aha. And then you also have a sauna. Wow, Leute, heute haben wir eine mega gute Chance, sogar Nordlichter zu sehen, meinte die gerade. Ganz, ganz leicht sieht man sogar hier schon die Nordlichter. Wie crazy, hier auch. Okay, Leute, wir gehen jetzt in unser Zimmer rein. Ich bin echt gespannt, was wir jetzt bekommen haben. Ich hoffe so sehr, dass wir das bekommen haben, was wir im Kopf haben. Weil das ist absolut over the top. Midsummer Night Dream. Oh mein Gott! Ei!
Alter! Junge! Schau mal, wir haben hier richtig Möbel. Wir machen mal eine kurze Roomtour. Hier haben wir zwei Sessel und einen Tisch. Und hier sind überall, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben hier einfach Blumen eingefroren. Was? Hier drauf sollen wir schlafen? Boah, relativ haarig. Hier ist eine Schicht, da ist eine Schicht. Okay, krass. Ob das Fell jetzt für gut heiße, ist was anderes, aber diese Kissen hier, ne? Sind komplett eisig. Wir haben einfach eine Steckdose hier drin. Hä, wie crazy ist das denn? Und das hier ist, glaube ich, sogar... Du hast die Musik ausgemacht. Hä? Mann! Hä, die Musik war voll schön. Checken wir mal aus, ob der Stecker hier auch funktioniert. Yo! Aber das absolut Besondere in diesem Zimmer kommt eigentlich erst noch. Diese Tür da hinten, da ist etwas, das hat kein anderes Raum. Denn hier haben wir einfach... Das hier ist... Nicht unseres. Das gibt eine schlechte Bewertung. Okay, also das in so einem Hotel bei so einem Preis, da wurde nicht wirklich aufgepasst. Leute, denn wir haben hier einfach ein Badezimmer noch mit drin, wo es komplett normal warm drin ist. Und wir haben sogar, sehe ich gerade, eine Sauna. Wir haben eine eigene Sauna in einer Eisfiele. Leute, wie verrückt ist das eigentlich? Geht hier irgendwas raus? Und draußen, ne? Hier und draußen. Leute, wir sind Nordlichter. Schau, komm her. Die Nordlichter sind hier einfach so stark heute. Alter, wie crazy! Jetzt gleich bekommen wir noch ein Essen auf Eis. Und das werden wir jetzt gleich mal auschecken, wie hier so die Verpflegung, wie das Essen ist. Die Gerichte kamen dann tatsächlich auf einem Eisblock. Boah, sehr, sehr kalt. Schmeckt aber ganz nice. Die anderen Gänge waren dann doch auch ganz normal. Aber wir mussten dafür einfach insgesamt mehr wie 3 Stunden warten, bis wir als Letzte das Restaurant verlassen haben. Hi Freunde, jetzt kommen ein paar TikTok-Tänze. Girl, es tut mir leid, denn ich würde alles wenn du... So, bevor wir schlafen gehen, müssen wir aber noch den Sauberkeitscheck machen. Und ich würde sagen, schauen wir mal an, wie sauber das Hotel bzw. das Bad hier ist. Als erstes das... warum geht die Toilette an? Sehr schwierig zu testen, weil hier einfach alles angeht, aber wir schauen mal hier. Ah, okay, ja, hier. Uiuiui. Ja... Sieht man auch so ein paar Sachen. Aber, hier sieht man auch ein paar Dreckspuren. Machen wir weiter mit der Dusche. Das waren auf jeden Fall nicht wir, ne? Ja gut, okay, da sind auch so ein paar Spuren an der Seite. Und sonst geht die Dusche auf jeden Fall klar. Also der ist auf jeden Fall extremer Dreckgesicht. Komplett überall Schweiß. Nee, vor allem hier in der Ritze, da ist natürlich hier richtig, richtig... Oh. Ja, also für den Preis hier... Oh, die Nacht könnte man schon ein bisschen mehr Sauberkeit erwarten. Und jetzt müssen wir uns auch ready machen für die Nacht im Iglu. Es wird kalt. Mein Schlafsack. Ich hoffe, wir überstehen die Nacht. Ab in die Kälte. Schauen wir mal, ob der Lichtschalter funktioniert und wir das Licht hier ausbekommen zum Schlafen. Okay, diese Musik bekommen wir zumindest schon mal aus, aber das Licht nicht. Okay, also das funktioniert schon mal nicht. Wir müssen hier mit Licht hell und so einer komischen Musik schlafen. Okay. Die Luft ist echt super kalt, die man einatmet. Und der Sound super laut. Ich bin mal gespannt. Bevor ich schlafen gehe, ich habe in diesem Video übrigens einen Eisblock versteckt. Den könnt ihr irgendwo im Video finden. Wer ihn findet, gewinnt 100 Euro. Schickt mir dafür einfach ein Screenshot per DM, folgt mir auf Instagram und YouTube und schon habt ihr teilgenommen. Und das waren die Gewinner vom letzten Mal. Oh Leute, hier wird's die ganze Zeit hell und dunkel. Die Musik ist super laut. Ich würde es mal im Hotel an. Ich möchte das Iglo bitte einfach mal hier... Kurzfassung, wir haben Ewigkeiten versucht, mit der Beschreibung den Ausknopf zu finden. Ihn nicht gefunden und entschieden, es nochmal zu versuchen, so einzuschlafen. Gerade kam diese eine Frau rein, war super pisst und wir haben überall geschaut, wirklich überall. Ja, das sind auf jeden Fall die Knöpfe hier. Also sollen wir ausmachen? Ja, mach aus. Okay. 2:40 Uhr, kurz vor 3. Wir haben immer noch kein Auge zugedrückt. Oh, es ist kalt. Es ist so kalt, Leute. Ich bin gerade aufgewacht, weil Anna mich ein bisschen laut geschrien hat. Anna hat laut geschrien? Ja. Ist mir schon warm, aber so richtig, richtig warm. Ist mir jetzt auch nicht. Ich hab die Jahre. Wir haben noch so ein paar Stunden vor uns. Oh. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es echt richtig, richtig schwer ist, noch zu schlafen. Damn. Ich habe mir extra noch ein Glas Wasser gemacht, weil mir mega durstig in der Nacht wird und das ist einfach komplett eingefroren. Oh, es ist eigentlich schon fast zu kalt geworden. Oh, jetzt haben wir was versucht, weiter einzuschlafen, aber ich pack das nicht mehr. Ich muss in die Wärme, wie in die Sauna oder so. Weil es einfach da draußen viel zu kalt ist, habe ich mich entschieden, jetzt in der Sauna weiter zu schlafen. Hab mir da meinen Schlafsack hingelegt. Jetzt schlafen wir noch ein bisschen in der Sauna weiter. Guten Morgen.
Ich habe echt richtig, richtig schlecht geschlafen. Ich habe vielleicht so ein Total 3 Stunden oder so geschlafen. Fazit und Preisreveal. Also das Zimmer bekommt von mir eine absolute 5 von 5. Ist auch laut dem Hotel die schönste Suite und deswegen auch die teuerste. Schön hätte diese iSuite kaum sein können, vor allem mit den eingefrorenen Blumen und Blättern hier überall. Das sieht einfach sehr, sehr surreal und fast wie in der Fantasiewelt aus. Verpflegung. Wir mussten 100 Euro für dieses Eismenü zahlen, haben 2,5 Stunden gewartet, bis das Essen dann irgendwann mal komplett fertig war. Waren die absolut letzten, die am Ende rausgegangen sind. Und das Essen war auch nicht wirklich, wirklich gut. Deswegen gibt es von uns 2 von 5 Sternen. Service. Die Leute sind hier sehr freundlich, auch wenn wir um 3 Uhr nachts noch anrufen und das Licht ausmachen wollen. Deswegen gibt es da von uns 3 von 5 Sternen. Von der Lage ist das Hotel direkt an einem See, wo man super viele Aktivitäten machen kann, wie Husky-Schlitten fahren, Schneemobil fahren, langlaufen, super viele Sachen. Deswegen 5 von 5 Stern für die Lage. Und zu guter Letzt Preis. Preis ist hier extrem, extrem teuer. Eine Nacht in dieser Suite kostet 1.500 Euro. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Trotzdem ist es eine extreme außergewöhnliche Suite, die es so auf der Welt nirgendwo gibt. Aber der Preis bekommt deswegen trotzdem von uns 2 von 5 Sternen, weil wir finden, es ist einfach viel zu teuer. Und damit kommen wir auf dieses Gesamtergebnis. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal für das Video nächste Woche. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann, ciao.